zu einer weiteren Folge von Nina und dem Barbieboot. Ich bin also auf meine, ich habe es langsam nicht mehr im Griff, ich habe immer noch kein Bordbuch und das ist also fast ein Drama. Ich glaube, ich bin ausgezogen zur Reise Nummer 6, sagen wir jetzt mal, vielleicht ist es dann halt auch 7. Und bin nach wundervolles Mandrakia gefahren, das mir sehr, sehr gut gefällt und habe eine Foto gemacht, weil ich die so liebe, die halb in Wasser, halb außer Wasser. Und war ganz stolz, weil die mir dann irgendwie recht gut gelungen ist und ich wollte wieder losfahren, um dann an unserem schönen Strändchen zu bleiben, also mehr für meine Vater, weil sie dann nicht so gerne so lange auf dem schaukelnden Schiff ist. Wie ihr hört, motzt sie bereits jetzt wieder, obwohl noch ganz früh morgens ist. Also, ich möchte gerne den Motor starten und da passiert mal wieder nichts, aber nicht, weil der Motor nicht gestartet ist, sondern weil irgendwie die Schraube am Zündschloss ganz locker war. Ich weiß ja mittlerweile, dass man Anker erst lichtet, wenn der Motor im Leerlauf ist. Also das haben wir ja schon gut gelernt. Ich bin ja lernfähig. Und ich bin ganz cool geblieben. Ich habe gedacht, okay, ich bin gut geankert, kann mir nichts passieren. Was will ich jetzt tun? Im schlimmsten Fall muss ich mich dann halt abschleppen lassen, wenn die vom Tauchen zurück sind. Wenn ich dieses Zündschloss nicht hinbekomme, ich habe im Boot gibt es zum Glück Werkzeug. Ich habe ganz cool die Werkzeuge hervorgenommen, habe versucht, dieses Zündschloss wieder festzuschrauben und alles ist gut gegangen und ich bin locker vom Hocker wieder gestartet. Aber immer so einen kurzen Herzstillstand habe ich dann halt schon. Ja. Ansonsten geht es natürlich immer besser und ich habe jetzt auch ein kleines Beiboot, damit ich nicht immer zum Boot schwimmen muss, denn mittlerweile ist es ja auch sehr heiß geworden, das heißt, ich nehme auch immer eine Kühltasche mit und bin froh, wenn ich da nicht 17 Mal hin und her schwimmen muss und kann einfach alles ins Beiboot tun, inklusive dem Hund. Und in die Kamera, die riesige Kamera, haben wir dieses Mal auch noch drinnen gehabt und für alles hat es Platz gehabt und wir sind nicht gesunken mit dem Beibötchen. Ich tue euch das dann auch mal noch fotografieren. Das war's für heute. Bye!